Mit der Internetmarke der Deutschen Post könnt ihr euch zu Hause selber Briefmarken ausdrucken. Ich finde das unheimlich praktisch, weil man muss sich dann hier nicht so einen Zehnerbogen klassische Briefmarken auf Vorrat kaufen, sondern kann sich bei Bedarf genau den Briefmarkenwert einzeln kaufen, den man gerade benötigt. Internetmarken sind möglich für Briefe und Postkarten innerhalb Deutschlands und auch ins Ausland. Wichtig ist nur, dass ihr einen Drucker habt. Wenn ihr keinen Drucker habt, dann könnt ihr die sogenannte mobile Briefmarke verwenden. Dafür habe ich ein separates Video gemacht. Und ihr könnt mit der Internetmarke nur Briefe und Postkarten frankieren. Wenn ihr DHL-Päckchen oder DHL-Pakete frankieren möchtet, dann schaut dieses Video an. Bevor ich euch jetzt gleich erkläre, wie man die Internetmarke kauft und verwendet, noch vier schnelle Fakten vorab. Fakt Nummer 1: Sendungsverfolgung ist möglich. Ihr könnt den Code der Internetmarke mit der App Post und DHL einscannen und dann habt ihr die rudimentäre Basissendungsverfolgung wie bei diesen klassischen Briefmarken. Internetmarken dürfen nicht mit klassischen Briefmarken kombiniert werden. Wenn ihr einen Brief abschickt, klebt darauf entweder eine Internetmarke oder eine klassische Briefmarke, nicht beides zusammen. Fakt Nummer 3: Internetmarken sind nach dem Kauf 3 Jahre gültig. Danach verfallen sie wertlos und es ist auch kein Umtausch möglich. Fakt Nummer 4: Internetmarken werden nicht abgestempelt, aber das bedeutet nicht, dass man sie mehrfach verwenden darf. Auch wenn sie nicht abgestempelt sind, sind sie trotzdem digital entwertet und dürfen nicht erneut verwendet werden. Jetzt erkläre ich euch den Bestellprozess. Das funktioniert entweder in der App Post und DHL oder auf www.internetmarke.de. Wo ihr bestellt, ist letztendlich egal. Am Ende kommt immer ein PDF heraus mit der Internetmarke. Im Bestellablauf wählt ihr zuerst den Portowert aus, den ihr kaufen möchtet. Ihr könnt eine einzelne Marke kaufen oder verschiedene Marken zusammen. Ihr könnt auch Zusatzleistungen buchen, wie zum Beispiel Einschreiben. Dann führt ihr die Online-Bezahlung durch. Die verfügbaren Zahlungsarten blende ich euch hier mal ein. Hinter der Zahlungsart Portokasse verbirgt sich auch Lastschrift. Das ist aber nicht sofort nutzbar, sondern muss erst manuell freigeschaltet werden. Dauert ungefähr 2 Tage. Nachdem ihr die Online-Bezahlung durchgeführt habt, bekommt ihr, wie gesagt, so eine PDF angezeigt oder auch per E-Mail zugeschickt. Darin sind die Internetmarken enthalten. Es sind auch so eine Schnittlinien drauf verzeichnet. Daran, an diesen Linien entlang, kann man die Internetmarken ausschneiden. Ihr könnt die Internetmarken entweder auf Standardpapier ausdrucken und dann mit Prittstift aufkleben. Ich nutze immer gerne so Aufkleberpapier, das ist selbstklebend und dann drucke ich darauf die Internetmarken aus, dann sind die gleich, haben eine klebende Rückseite. Dieses Aufkleberpapier findet ihr zum Beispiel bei Amazon. Ich weiß, viele von euch haben auch einen Labeldrucker, so einen kleinen Dymo-Drucker. Damit kann man Internetmarken auch ausdrucken. Da ist bloß das Problem, dass die Marken manchmal zu klein oder zu groß ausgedruckt werden. Allerdings nach meiner Praxiserfahrung macht das nichts. Man kann Internetmarken ruhig, ich sag mal, 25% zu klein oder zu groß ausdrucken. Ist nicht optimal, aber es schadet auch nicht. Mir ist kein Fall bekannt, wo das mal von der Deutschen Post beanstandet wurde. Was ich auch häufig sehe, sind mit Tesafilm aufgeklebte Internetmarken. Das dürft ihr bei klassischen Briefmarken keinesfalls machen. Wenn da ein Tesafilmstreifen drüber ist, dann ist die Marke sofort ungültig. Bei Internetmarken scheint es aber zu funktionieren, wahrscheinlich weil die ja nicht abgestempelt werden, sondern digital entwertet werden. Ja, noch ein abschließender Hinweis. Die Deutsche Post sagt, pro Briefumschlag bitte nur eine Internetmarke aufkleben. Also wenn ihr 2 Internetmarken à 80 Cent habt, dürft ihr damit keinen Großbrief zu 1,60 frankieren. Ihr müsst eine einzelne Marke zu 1,60 kaufen. Eine Ausnahme sind sogenannte Ergänzungsmarken. Die werden anlässlich von Portoerhöhungen ausgegeben. Wenn ihr jetzt eine Internetmarke noch zu 80 Cent habt und ihr möchtet die auffrankieren zum aktuellen Porto von 85 Cent für einen Standardbrief, könnt ihr euch eine 5 Cent Ergänzungsmarke kaufen und dann dürfen auch 2 Internetmarken auf einen Umschlag geklebt werden. Wenn ihr Internetmarken stornieren lassen möchtet, dann gibt es dafür ein spezielles Online-Formular der Deutschen Post und auch eine spezielle E-Mail-Adresse. Das habe ich euch mal in einem Ratgeber aufgeschrieben und meine Stammzuschauer wissen schon, diesen Ratgeber findet ihr in der Videobeschreibung und der Link führt euch auf www.paketda.de.